Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Vanishing auf Ethan Carter. Wir haben in der letzten Folge sehr, sehr seltsame Sachen erlebt, da oben im Weltraum, und jetzt gucken wir uns den Bahnhof an. Den haben wir ja eben eigentlich schon gefunden, nachdem uns der Astronaut abgehängt hat, aber macht ja nichts. Wir gucken uns jetzt hier nochmal um. Hauptsache, wir kommen hier mal irgendwie weiter. Ist doch so ein alter Bahnhof, ne? Oh, mit diesen schönen alten verschnörkelten Bänken. Ich finde die ja toll. Hier sind die Schienen. Aber gibt es hier sonst irgendwas Interessantes? Auf der Uhr vielleicht? Die ist um Punkt 7 Uhr stehen geblieben. Das ist ja auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Ist die Frage, gehen wir jetzt einfach weiter? Haben wir jetzt noch Sachen übersehen? Ich gehe weiter. Puh. Auch ein hübsches Bild. Wir gucken einfach mal, wo wir jetzt noch so. Guck mal, da hinten ist noch mehr Zeug. Noch mehr Waggons. Und ein alter Turm. Okay, Ethan hat uns ja gewarnt, es ist hier nicht so ruhig, wie es scheint. Ich merke mir das mal. Okay, hier kann man aber anscheinend auch nicht rein. Gut, dann halt nicht. No trains have been through here for a long time. That was part of the pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Okay. Okay, die Textur hier ist leider ein bisschen matschig geraten, aber naja, komm, wir wollen ja nicht meckern. Aber das sah hier gerade so auffällig aus. Aber das hier ist einfach nur. Und da hinten geht's wohl in die Stadt rein. Oder ins Dorf, je nachdem. Bitte ohne Ruckeln wäre gut. Fände ich jedenfalls besser. Okay, ich übersehe hier auch nichts, oder? Ich möchte jetzt hier auch nicht rennen. Ich möchte auch hier, wie gesagt, also ich möchte hier nichts übersehen, was vielleicht wichtig sein könnte oder interessant. Und im wahren Leben rennt man ja auch nicht die ganze Zeit nur durch die Gegend, sondern man läuft normal. Also man geht. Guck mal, was ist das denn? Was bist du? Man kann nicht in dich hinein. Schade eigentlich. Okay. Manchmal zittert das hier so. Wer weiß, warum. Okay, ist jetzt die Frage. Also ich gehe mal stark davon aus, da geht die Hauptstory weiter. Wo geht's dorthin und wo geht's dorthin? Wir wollen das herausfinden, oder? Also ich schon. Ich will wissen, wo es hier weitergeht. Ich kann dann jetzt auch mal rennen. Weil ich denke, wie, ja genau, dass es hier irgendwann endet. Okay. Kann ich sogar vorbei? Aber sehr ungefährlich sieht das hier nicht aus. Okay, da werde ich nicht mehr rüber können. Verstehe ich. Da käme man im wahren Leben auch schwierig drüber. Also wäre machbar, aber gefährlich und nicht so einfach. Okay, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Oder muss ich hier tatsächlich noch überall durch den Wald laufen? Um Sachen zu finden, das fände ich auch ein bisschen doof. Glaube ich, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht dran. Ich verlaufe mich doch so gern. Okay. Und ach ja, von hier sind wir ja gekommen. Mina, Trottel. Ich habe ja nur vorher abgebo-, also habe ja nur abgekürzt. Gut, dann gehen wir über die Brücke. Sehr malerisch. Gefällt mir einfach. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist einfach geil. Es ist einfach nur hübsch. Auch die Details teilweise, ne?
Ich meine hier so diese Regenrinne, das wäre etwas, was man nicht unbedingt einbauen, was man nicht unbedingt einbauen müsste, aber man hat es getan. Mit dem Laub noch dazu, die Bäume hier nebendran. Einfach nur hübsch. Guck mal hier die Flecken, die Rostflecken von dem Geländer an den Steinen. Das sind so Details, die machen das Ganze einfach nur authentisch. Oh, leck, guckt euch mal das Anwesen an. Irre. Ich schätze mal, das wird auch das Haus sein, wo wir hin müssen. Wo ist eigentlich der Damm? War der auf der anderen Seite da hinten? Oder ist das hier der Damm? Weil das sah jetzt hier nur aus wie eine Brücke. Könnte aber natürlich auch der Damm sein, von dem ich dachte. Es ist ein Damm. Okay, hier hingen wohl mal Fahnen. Aber hier ist auch kein Mensch, oder? Ist doch seltsam, dass die ganze Stadt hier wie ausgestorben ist. Warum denn bloß? Also selbst wenn hier schlimme Sachen passieren. Hallo? Oh, da hat sich wohl kurz was aufgehangen. Ich muss mir merken, das vielleicht rauszuschneiden. Damit ihr das nicht so seht. Besser ist das. Okay. Wir rennen jetzt doch mal ein bisschen hier drüber. Guckt euch mal das Haus da oben an. Furchtbares Hexenhaus. Könnte ich ja nicht wohnen. Auch wenn es hergerichtet wäre. Allein schon der Standort davon ist, naja, gewöhnungsbedürftig nennen wir es mal. Okay, das da sieht auch leicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier alles total abgebrannt aussieht. Wir gehen mal zu dem Hexenhaus hoch. Dass man sagen würde, hier ist alles abgebrannt und seit dem Feuer wohnt hier halt niemand mehr. Irgendwem, aber das sind alles leere Häuser. Oh Leute, sowas würde ich mir beim Geocachen ja wünschen. Oh, wäre das toll. Furchtbar unheimlich, aber toll. Oh, hier kann man sogar rein. Okay, hier drin ist die Textur aber doch sehr, sehr matschig, oder? Was ist das denn für ein Zeichen? Ich beschwöre den Knochenlosen. Ja, genau. Das, so ein Zeichen ist das. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren. Denn Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten, hört mich. Großer Gesandter Fokalor. Okay. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aklon Tetragram Weichion Stimulamaton Etzfaris Tetragrammaton Oly. Ich gebe mir echt Mühe. Oliaram Irion Estion Exition Iriona Onera Orasim Notzem Messias Soter Emanuel Sabaot Adonai Te Andoro et Te Invoco Amen. Ja, das war das Gestotter vom Feinsten. Das war Absicht. Es tut mir leid. Huch. Was ist denn jetzt kaputt? Ich gehe da gleich durch. Ich will hier noch ein bisschen, aber hier gibt es sonst nichts. Sind da Schädel? Nee. Okay. Ach du meine Güte. Tauschen? Tauschen? Das war falsch. Okay. Muss ich hier die Sachen richtig zuordnen? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Okay, das war ein Dachboden, ne? Das war schon blöd jetzt von mir. Ist klar, dass der hier, dass der da falsch ist. Okay, da unten geht's irgendwie weiter.
Okay, das schien richtig zu sein. Das sieht nach Keller aus, das ist der Dachboden. War das richtig? I don't know. Scheint, ja doch, scheint mir so. Okay, wir sind im Erdgeschoss. Ich vermute das. Okay. Aber hier gibt es auch nirgendwas, nichts, was ich mir angucken kann, ne? Gar nichts. Okay, okay. Das bleibt alles. Die anderen Räume jetzt noch zuordnen. Das? Das sah richtig aus. Oder war das ein roter Blitz? Das ging so schnell. Ja, das ist jetzt schwer. Aber den da hatten wir doch gerade. Das war falsch. Huch! Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Nee, doch nicht. Nee, Mist! Muss ich das jetzt nochmal lesen? Okay, wir müssen wohl von vorne anfangen. Oh, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo hier was sein muss. Das sieht ein bisschen nach Keller aus. Ich nehme mal das. Das war falsch. Ja, wenn das falsch ist, warum kann ich dann nicht ganz von vorne anfangen? War das richtig? Scheint. Ah, ganz im Ernst, gibt es hier irgendwelche Anhaltspunkte, wie das... Das war auch falsch. Wie das funktioniert? Ich muss wieder von vorne anfangen. Okay, ich glaube, ich müsste mir vielleicht hier irgendwie Skizzen machen. Ich habe nur keinen Stift. Das ist sehr ungünstig. Es wäre schön, wenn wir hier irgendwelche Anhaltspunkte hätten, wie es weitergehen muss, anstatt einfach blöd zu raten. Ah, hier ist anscheinend das hier richtig. Das habe ich jetzt begriffen. Nehmen wir mal das hier. Das war falsch. Tja, schade auch. Anscheinend darf ich dreimal falsch... Ah, nee, jetzt bin ich einfach im anderen Teil des Hauses. Ich verstehe. Könnte es das sein? Oder das hier? Nehmen wir das? Das war richtig. Sehr gut. Ziemlich dunkel hier drin. Okay. Wir hatten eben das genommen, oder? Das hier sieht nicht richtig aus. Ich nehme das. Ah, Mist. Ah, jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen. Ah, ich bin begeistert. Leute, gibt es hier irgendeinen Hinweis? Das ist ja... Verrückt ist das. Ich hole mir gleich mal auf jeden Fall... Warte, das hier war richtig. Ein Zettel, um mir das aufzuschreiben. Hey, es ist hier... Das hier war's, ne? Ja, genau. Okay, das hier war's nicht. Und mir das? Das war richtig. Joa! Chaka! Okay, wo geht's jetzt weiter? Da hinten ist noch ein Raum. Oh, Mist. Vielleicht das Esszimmer? War das jetzt richtig? Anscheinend. Hier geht's nicht weiter. Müssen wir nochmal hoch? Okay. Ich nehme mal den Flur. War das richtig? Ich raff das mit dem Blitz hier manchmal nicht. Nochmal den Flur. Ich nehme das. Ja, das war falsch. Ungünstig.
Das ist ja das Zimmer. Nehme ich das. Das war richtig. Okay, wie viele von den Zimmern haben wir jetzt noch? Da ist noch eins. Oh, da ist auch noch eins. So viele Möglichkeiten, was falsch zu machen. Das war das Zimmer oben, ne? Ich nehme mal das. Müsste es hier nicht eigentlich wieder zum... Ah, Mist. Nein. Ah, ich muss schon wieder von vorne anfangen. Okay, ihr Leute. Die Zeit ist eh vorbei. Ist gar nicht schlimm. Wir probieren es in der nächsten Folge nochmal und dann schreibe ich mir Sachen mal auf, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass es dann besser klappt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß und Spannung und rätselt da auch gerne mit. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Tschüss!